Mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier heute mal wieder zu einer neuen Episode. Luca reagiert auf die Lucrew, die besten Videos. Das erste Video, das ich mir anschaue. Und es sind einfach irgendwelche Frauen, die Hundegeräusche machen. Komm, Luca, vielleicht wird das nächste Video ja besser. Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr mir sowas schickt? Erst springt ein Junge auf eine Matratze. Und jetzt läuft ein Junge über eine Hecke. Also wirklich, Freunde, bei Luca reagiert wird Qualität großgeschrieben. Was ist eine Blondine zwischen Jule und Luca? Na, da haben wir es doch. Endlich mal ein Witz hier und ein bisschen Unterhaltung am Start. Also okay, was ist eine Blondine zwischen Jule und mir? Ich habe keine Ahnung, aber du wirst es mir jetzt gleich sagen. Nicht die Dümmste. Willst du mich verarschen? Beef. Regie, was war das denn für ein Video? Ach, das wurde gerade auf meinem Zweitkanal hochgeladen. Neues Video auf dem Lucrew-Kanal. Das ist verlinkt in der Beschreibung. Wahnsinn, ey, da würde ich ja direkt mal draufklicken. Lucaminashow.de. Ja, danke für deine Promo. Ich hab mich wirklich verschluckt. Ich geh einfach heimlich auf mein Gameboy! Johannes! Ah! Ich frag mich bei euch wirklich gar nichts mehr. Was macht eine Blondine in der Wüste? Keine Ahnung, vielleicht nicht die Dümmste sein, weil Luca und Jule auch da sind? Staubsaugen. Okay, wow, wirklich. Ey, für den Witz kriegst du von mir den Win der Woche. I like to sing, dance, pretend and call. Eure Kreativität lässt wirklich keinen Freiraum nach oben. Zu dem Video muss ich mal wirklich allen Hundebesitzern unter euch eine Frage stellen. Und zwar sind Hunde wirklich so, dass sie sich denken, oh, da ist ja was an meinem Körper. Da laufe ich jetzt mal die ganze Zeit im Kreis rum. Ich meine, ich beiß mir ja auch nicht in meinen... Also, ja, okay, das, ja, lassen wir das Thema. Wisst ihr? Ich frag mich gerade noch, ob wirklich Hunde so dumm sind, dass sie sich denken, hey, da ist ja was an meinem Körper, ich beiß das mal rein und dann bekomme ich so ein Video. Also wirklich, Freunde, eure Dummheit enttäuscht mich nie. Geil, Digga, freut mich echt mega. Jetzt hast du hier dein Videospielflugzeug erfolgreich gelandet. Wahnsinn! Ich habe keine fettige Haare. Das ist Kokosöl. Mittlerweile bin ich bei den Einblendungen wirklich an so einem Punkt, wo ich mich gar nichts mehr frage. Ja, ich frag mich nichts mehr. Komm, mach einfach, spiel einfach weiter ab jetzt. Go crazy, yeah, go stupid, go crazy. Ey, was sind denn meine Zuschauer für komische Menschen? Das kannst du doch echt nicht. Jemand, das ist auch wirklich. Genau. Hallo Luca, ich wollte dir nur mal sagen. Reinschauen. Komm, ja, ey, Luca, ich wollte dir mal was sagen. Ey, voll wichtig hier. Reingeschaut. Das war richtig, war echt lustig. Und jetzt wird auch noch mein Logo auf ein Stofftier geklebt und mit einem Bleistift in das Logo reingehauen. Also wirklich Wahnsinn. Die Kreativität ist mal wieder auf dem Mond angekommen. Luca heißen Teigwaren, weil sie mal Teig waren. Heißen Teigwaren, Teigwaren, weil...
waren. Willst du mich? Komm mit, ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Wie heißt ein Hamburger mit 11 Gurken? HSV. Humorlevel wieder auf dem Erdkern. Das kann ich auch. Das war's dann komplett. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch diese Folge Luca reagiert gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch unter dem Video hier da und schickt mir eure dummen Videos an diese E-Mail-Adresse hier, videos@laserluca.com. Checkt außerdem mal die Videobeschreibung hier unter dem Video hier ab, denn dort habe ich euch ein Video verlinkt, was ich soeben auf meinem Zweitkanal hochgeladen habe. Und zwar ein Video, das ihr an eure WhatsApp-Gruppe senden sollt. Also schaut gerne auf meinem Zweitkanal namens LuCrew vorbei und abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der LuCrew seid, von meiner Community. Es ist kostenlos, ihr verpasst keine Videos mehr. Aber jetzt kommt das Outro!